herzlich willkommen zurück hier zu Mad Games Tycoon auf Mr. Veschi LP. Hier ist wieder der Fabi und es fängt gerade an zu regnen, sehr schön. Wir haben schon 14 Fans und sind gerade hier mit zwei Spielen am Markt, mit unserem Erstlingswerk Altitude und unserem zweiten Spiel Full Life, das sich leider nicht ganz so gut verkauft. Und an dem wir auch 42.000 Dollar Minus gemacht haben. Genau deswegen, weil wir auch da oben negativen Kontostand haben, müssen wir mal ein bisschen Geld verdienen. Das machen wir am besten mit einem Auftragsspiel für den Qatari 2600, was natürlich der Atari 2600 sein soll. Ich glaube für den Qatari. Oh, der Dev-Kit ist schon sauteuer. Eieieiei. 33.000 für den Dev-Kit. Aber hat halt auch einen guten Market-Share, ne? Da könnten wir auch mal eigene Spiele für programmieren dann. Der Apple hat auch einen guten Market-Share. Wow. Und ist nicht mal teuer. Gut, dann machen wir es so. Wir nehmen Kredit auf. Ich denke, 75.000 brauchen wir. Dann holen wir uns den Dev-Kit für den Qatari. Und dann machen wir hier die Auftragsarbeit, das Geschicklichkeitsspiel mit 39%. Geschicklichkeitsspiele. Dort eignen sich die Zielgruppen Kind und Erwachsene. Thema. Geschicklichkeitsspiel. Machen wir mal über Wissenschaft. Gut, wir haben jetzt nur eine Arcade Engine, ne? Wir nehmen trotzdem unsere Arcade Engine dafür. Auch wenn es ein Geschicklichkeitsspiel ist. Und hoffen einfach, dass es klappt. So. Für ein Geschicklichkeitsspiel brauchen wir hier minus 4, da 5, da 5, da 5, da 5. So, und hier brauchen wir 10, 10, 30, 50. Wir machen es nur auf Deutsch und wir sehen, das wird sauteuer. Kostet uns 62.500. Da müssen wir die Bank nochmal anhauen. Die müssen uns nochmal 25.000 Kredit geben. So. Dann gucken wir mal. Das muss jetzt was werden, sonst ist unsere Firma eigentlich bankrott. Wenn das hier nichts wird. Den Kopierschutz haben wir freigeschalten, weil sich Altitude über 10.000 Mal verkauft hat. Und ich habe einen totalen Frosch im Hals. So. Das Spiel ist schon fertig. Asteroid Boy. Was haben wir da jetzt gebraucht? Ich hoffe, es reicht. Ja, es war irgendwas mit 40, was wir da gebraucht haben, glaube ich. Und wir kommen jetzt hier auf eine 55er Bewertung. 39% haben wir sogar nur gebraucht. Ja, die Entwicklungskosten waren jetzt relativ hoch für das Spiel. So. Wie viel Kredit haben wir jetzt bei der Bank? Ups, falsche Schaltfläche. 100.000. Was haben wir denn noch so für Auftragsarbeiten?
Wir hätten hier noch eine Arcade für den Katari. Das können wir auch nochmal machen. Die gibt auch nochmal gutes Geld. Arcade-Spiele. Machen wir für Teenager. Krankenhaus. Mit der Arcade-Engine. Für die Katari. Wir kopieren die Einstellungen von Altitude. Das waren ja die Top-Arcade-Einstellungen. Kopierschutz machen wir keinen rein. Der kostet zu viel Geld. So. Dann macht mal. Ja, das ist... Man muss hier in dem Spiel erstmal das erste Geld bekommen. Ne? Wenn man das dann hat, dann kann man wirklich agieren und kann hier wirklich was machen. Aber das erste Geld, das ist auf Legendär in dem Spiel wirklich mühsam verdient. So, das Spiel ist fertig. Die haben genau eine Woche dran programmiert. Das wäre cool, wenn man heutzutage ein Spiel in einer Woche programmieren könnte. Und das bekommt eine 75er Bewertung. Wow. Wir bekommen 211.000 ausbezahlt. Das macht einen Gewinn für uns von 148.000. Wir haben genug Geld, Lizenzen freizuschalten. So, wir können jetzt auf jeden Fall mal unseren Bankkredit tilgen. Denn den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der wird uns jetzt dann nur in 2 Ticks Geld kosten da oben. Und wir gucken mal hier in die Aufträge. Wir könnten noch für... für den Astro Arcade ein Geschicklichkeitsspiel machen. Gucken wir mal, Dev-Kit erwerben. Was kostet denn der für den Astro Arcade? 19.000, das können wir uns leisten. Und dann macht ihr hier ein Auftragsspiel für den Astro Arcade. Geschicklichkeitsspiel war das, ne? Für Erwachsene. Mit dem Thema Bunker. Wir nehmen wieder die Arcade-Engine dafür. Wir haben leider noch keine andere. Das wäre dann das nächste. Wir müssten mal ein paar neue halt Spielberichte haben wir noch nicht. Wir haben nur Spielkonzepte. Geschicklichkeitsspiel. Mal das hier. So. Auf Deutsch komplett. Okay. Mit dem einen Feature programmiert. Macht hin. Für die Spiele werde ich jetzt keine Updates mehr machen, die sollen einfach auslaufen. Die sollen sich einfach verkaufen, so gut es geht. Ich meine, mit Altitude haben wir noch ein bisschen Geld eingenommen. So, jetzt wird's interessant. Schaffen wir's? Ja, locker. 65%. Macht schon wieder einen Gewinn für uns von 28.900. Doch, hier wird das Dev-Kit mit reingerechnet. In das erste Spiel. Aha. Okay. Dann machen wir jetzt noch das letzte Spiel, weil ich habe zufällig gesehen, das war, glaube ich, auch für den... Haben die es jetzt ausgetauscht? Wie heißt diese Konsole? Das ist dieses kleine Ding da. Irgendwie funktioniert bei mir das immer nicht. Der Mini-Vision kostet 17.000. Und für den Uppel 2 holen wir uns auch mal noch das Dev-Kit. Das kostet nur 5.000.
Und er hat momentan noch einen guten Marktanteil. Ja, wir haben schon 13% Ansehen bei Auftraggebern. Das ist eigentlich kein schlechter Wert. Dafür, dass wir gerade mal 5 Monate hier unser kleines Entwicklerstudio haben mit 2 Leuten und uns als Chef. Wir machen noch eine Auftragsarbeit. Ein Geschicklichkeitsspiel für den Mini-Vision. Mit 41%. Das machen wir wieder für Kinder. Das machen wir... Bunker kam gut an. Also nehmen wir wieder Bunker. Genau. Das Konzept passt noch. Wir machen es nur auf Deutsch. Und dann lass die mal entwickeln. Na gut, Altitude wird jetzt aus dem Verkauf gehen. Da haben sie jetzt diese Woche nur noch 100 Stück verkauft. Und Full Life läuft eh nicht so gut im Moment. Altitude ist vom Markt. War 17 Wochen im Verkauf, hat sich 12.600 Mal verkauft. Das waren unsere Entwicklungskosten, das hat es Umsatz gebracht. Das heißt, wir haben 52.000 Gewinn dran gemacht. Okay. Das reicht uns. 41% haben wir gebraucht. Macht wieder 187.000 Gewinn für uns. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Wir haben jetzt alle Aufträge abgearbeitet. Es gibt keine... Ja doch, es gibt ein neues Genre, was wir erforschen könnten. Das Rollenspiel für 50.000. Wer von euch war der Game Designer? Du. Das heißt, du gehst wieder da unten ins Büro, erforscht das Rollenspiel. Und ihr zwei könnt eine neue Engine programmieren für Geschicklichkeit. Das ist dann die... Die Veschi-Geschicklichkeits-Engine. Da kommt die Grafik in 4 Farben mit rein. Und wir verlangen die 15% und die 10.000. So, dann macht mal was für euer Geld. Ich habe halt gleich die Forschungsabteilung ein bisschen größer gemacht, weil ihr seht, eventuell brauchen wir da auch mal mehr Leute, dass wir da schneller erforschen können. So, Full Life ist vom Markt. An diesem Spiel haben wir 34.000 Dollar Verlust gemacht. Es gibt, ja, jetzt kommen hier die ganzen Konsolenforschungen rein, aber das können wir uns nicht leisten. Ich habe es im privaten Spielstand auf Legendär mal ausprobiert. Macht mal diese Auftragsarbeit, sind immerhin 7.000. Ich habe das mit den Konsolen mal ausprobiert und... die Konsole zu bauen hat mich irgendwie 80 Millionen Dollar gekostet und ja, die Erforschung glaube ich nochmal 2 Millionen und naja, das ist Geld, das muss man halt erstmal haben. Wir sollen ein Denkspiel machen für diese Konsole und kriegen dafür 300.000, das klingt nach einem Deal, Leute, das machen wir. 43% Denkspiel. Wie war das bei Denkspielen? Bei Denkspielen war die Zielgruppe Erwachsene und Senioren. Dann machen wir eins für Senioren.
Die können über Wissenschaft nachdenken. Toll. Für Denkspiel habe ich noch keine Engine programmiert. Wisst ihr was? Wir machen noch schnell eine Denkspiel-Engine. Die kriegt die Grafik in 4 Farben mit rein. Und wenn die Engine fertig ist, machen wir direkt mit unserer neuen Engine das Auftragsspiel. Das klingt nach einem Plan. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Geld, also wir gehen jetzt nicht gleich nächsten Monat pleite. Das ist schon mal etwas Beruhigendes. Nee, wir nehmen nicht an der Messe teil. 100.000 Dollar. Wir würden dann zwar ein paar Fans gewinnen, aber wir haben momentan auch kein Spiel und keine Konsole auf dem Markt. Das lohnt sich einfach nicht für uns. Noch nicht. Aber dieses Spiel, ich finde es einfach so cool. Ich zock das schon ewig und es hat mir einfach immer so viel Spaß gemacht. Ich meine vor allem, wie weit es dann mal noch geht. Denn irgendwann werden wir dann auch MMOs machen können und Free-to-Plays. Und wenn wir das dann mal freigeschalten haben, dann haben wir die Gelddruckmaschine. Wenn wir das vernünftig machen. So, wir haben die Engine fertig. Das heißt, wir können jetzt hier das Auftragsspiel machen. Wir machen, wie gesagt, für Senioren ein Denkspiel über Wissenschaft mit der Denkspiel-Engine. Und bei Denkspielen, die hatten bei uns aber bisher keine guten Bewertungen, die Denkspiele. Ist okay. Programmieren wir einfach mal. Während der Meister da unten noch forscht. Kommt natürlich das neue Konsolengehäuse raus hier. Das ist die erste Game-Konsole. Die machen zu viele Bugs, die zwei. Also, wenn wir es mal veröffentlichen und hoffen, oh ja, das reicht locker. Wir machen eine 73er Bewertung. 43% hätte man nur gebraucht. Da haben wir jetzt natürlich viel Gewinn gemacht an dem Spiel. Ihr könnt hier noch den Auftrag durchprogrammieren schnell. Den Beta-Test, den sie da durchführen. Eine Arcade für den Uppel 2 für 312.000. Ich meine, ich bin für alle Schandtaten offen. Eine Bunker-Arcade für den Uppel mit der Arcade-Engine. Das Konzept kopieren wir von der Arcade, die wir gemacht haben. Die Entwicklungskosten belaufen sich gerade mal auf 48.000. So, der ist gleich mit seinem Rollenspiel fertig da unten. So, dadurch, dass wir jetzt das erste Genre erforscht haben, können wir jetzt auch Genre-Kombinationen machen. Das ist auch gut. Man kann eigentlich Genres miteinander kombinieren, um die noch ein bisschen erfolgreicher zu machen. Wir können jetzt mehr in diese Konsolenforschung reingucken. Ihr seht, jetzt ist hier die erste Konsole, würde uns in der Erforschung 1,2 Millionen kosten. Und im Bau, glaube ich,
auf Legendär kostet sie, glaube ich, 40 Millionen. Wenn mich nicht alles täuscht. 40 oder 80 Millionen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das Geld, was wir bei Weiben nicht haben. Das können wir uns leider nicht leisten. Aber wir könnten mal... Was ist gerade im Trend? Arcade. Arcades sind im Trend. Dann gucken wir mal schnell, was sich für Arcades so eignet. Da habe ich zum Beispiel schon mal rausgefunden, für Arcades ist das Thema Militär gut. Dann gucken wir mal, wo hier Militär ist. Dann erforschen wir mal das Thema. Und dann machen wir nämlich als nächstes ein Arcade-Spiel über Motorräder auf unsere eigene Rechnung und verdienen damit mal wieder ein bisschen Geld. Ja, es wird zwar knapp, aber es reicht. Na gut, 11% drüber. Ne, 10% drüber ist jetzt nicht wirklich knapp, aber... Okay. Damit können wir leben. So, die haben jetzt gerade nichts weiter zu tun. Dann kann der dem wieder helfen. Damit es ein bisschen schneller geht mit der Erforschung. Oh, und es gibt ein neues Feature. Du kannst mal diese eine Auftragsarbeit machen in der Zeit. Oh, wir haben 900.000. Wir knacken gleich unsere erste Million. Dann können wir eine Produktion bauen mit einer Million. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann könnten wir unsere Spiele nämlich selbst veröffentlichen. Wir erforschen auf jeden Fall mal noch die Sprite-Technik. So, was kannst denn du machen in der Zeit? Was haben wir hier für eine Auftragsarbeit? Für den PC ein Geschicklichkeitsspiel, das machen wir. Geschicklichkeit war für Kinder und Erwachsene, wenn mich nicht alles täuscht. Mach mal ein Geschicklichkeitsspiel... zum Thema Militär. Ich habe keine Ahnung. Moment, einmal schnell auswählen. Geschicklichkeitsspiel. Kann man zum Beispiel kombinieren mit Arcades. Ah, nehmen wir hier die Arcade gleich mit rein. Nehmen hier die Geschicklichkeitsspiel-Engine. Und nehmen hier unsere Vorlage und dann soll er das einfach mal durchkloppen, das Spiel. Während die hier noch die Sprite-Technik erforschen. So, dann könnt ihr wieder darüber... Können das mal durchkloppen hier. So. Ich meine, wir haben schon gut Geld verdient. Unsere Firma läuft eigentlich ganz gut. Freddy and Froggy ist fertig. Froggy and Froggy. Wir möchten es veröffentlichen und hoffen, dass es über 51% hat. Was es hat... Henny? Irgendwie bin ich verwirrt. Ich merke mir immer nie die Prozentzahlen hier richtig. Aber wir machen 215.000 Gewinn an dem Spiel, haben damit 1,1 Millionen und haben damit die Produktion freigeschaltet. Und der Witz ist, es gibt hier auch Produktionsaufträge. Die man dann machen kann.
Ja. Das ist die Frage, wollen wir das machen oder nicht? Wenn wir hier eine Produktion reinsetzen. So. Und hier vielleicht noch ein Lager, ein kleines. Produktion und ein Lager. Das wäre eine Möglichkeit. Vor allem könnten wir dann unsere Spiele selbst veröffentlichen und hätten dadurch eine wesentlich größere Gewinnmarge, als wenn wir es in einem Publisher für $7 geben. Ich bin mir da noch etwas unschlüssig, sage ich mal. Obwohl, ja, wir machen es einfach. Wir machen es. Wir machen eine Produktion, die kostet uns 200.000. Dann machen wir noch ein Lager. So, ins Lager kommt hier so ein Lagerregal. Und in die Produktion muss hier so eine Druckpresse. Ich überlege gerade, welche wir brauchen. Welche Mengen müssen wir denn produzieren? Eigentlich würde uns wahrscheinlich die kleinste momentan reichen, weil wir haben keine solchen Auflagen, die wir hier am Anfang raushauen müssen. Ich denke, da können wir noch ein bisschen Geld sparen. Nehmen wir die hier. So, jetzt können wir uns mal diese Dinger hier angucken. Und können hier mal so die kleineren Aufträge mal anfangen. Und ihr könnt... Ne, kein Auftragsspiel. Ihr sollt mal ein eigenes Spiel für mich programmieren wieder. Das wir dann mit unserer neuen Produktion auch selbst direkt vermarkten. Was wollte ich machen? Ich wollte eine Arcade machen, ne? Die nennen wir Chrono C. Für Teenager. Die hat das Thema Militär. Die wird auf der Veshi Arcade Engine gemacht. Nee, wird's nicht. Ich sag euch auch warum. Weil wir haben eigentlich ein neues Feature erforscht. Und dieses Feature muss erst in die Engine noch mit rein. Wir haben nämlich die Sprite-Technik erforscht. Das sollen die erstmal schnell mit reinprogrammieren in die Engine. Und so lang produziert der da unten diesen Produktionsauftrag. Oh, da hat einer unsere Engine lizenziert. Das läuft ja recht gut. So früh hatte ich noch nie, dass die Engine lizenziert wurde. So, jetzt können wir ein Spiel entwickeln. Okay, wir wollten es Chrono C nennen. Für Teenager, Thema Militär und Bunker. Klingt doch gut, Militär und Bunker Arcade Game. Kann ich denn mit der Arcade... Ah ja, nehmen wir das Denkspiel noch mit rein. Nehmen die Arcade Engine dafür. Machen es für den PC. Und die Katari, weil die haben die größten Marktanteile. Dann nehmen wir hier für Arcade eine Vorlage. Bei unserem eigenen Spiel nehmen wir Englisch noch mit dazu. So, jetzt machen wir Grafik in 4 Farben, PC Speaker Sound und Sprite Technik. Und dann sollen die das mal so fertig machen.
Na kommt, Jungs, haut rein. Na, das schaffen wir nicht mehr. Da hau ich mal auf Pause. Denn wir sind mit dieser Folge durch. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen hier im Mad Games Tycoon. Beim nächsten Mal werden wir unser erstes Spiel selbst rausbringen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Wer es noch nicht getan hat, der kann den Kanal hier abonnieren. Es gibt viele andere Videos für euch. Und wem es gefallen hat, der kann auch einen Daumen nach oben dalassen. Und ich sag ciao, bis zur nächsten Folge Mad Games Tycoon, euer Fabi.